Wir müssen mal über Peter Hane reden, der darf ja im ZDF so eine Sendung moderieren und kürzlich war sein Thema Angst. Jawohl, Angst. Und der Peter Hane hat auch ganz viele Belege dafür, dass gerade überall Angst lauert. Alle Umfragen bestätigen, wir haben Angst. Angst nicht nur vor Terror, Angst vor Klimawandel, Altersarmut, Einbrüchen. Also quillt die ganze Sendung über vor Angst, Angst, Angst. Angst, die Leute haben Angst. 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 Noch mehr Angst. Sind wir bald die ARD, die Angstrepublik Deutschland? Ja, das hat er so gesagt. Und Peter Hane hat noch mehr Belege für diese Angst. Wir haben aus dem Wahlkampf heraus ein paar Aussagen von Politikern zusammengeschnitten. Denn plötzlich, wenige Tage vor der Wahl, thematisieren alle Angst und was früher doch eigentlich nur Populismus war, also Angst vor Flüchtlingen, vor Klimawandel, vor Terroranschlägen, vor Altersarmut. Ja, dann gucken wir doch mal, wer da angeblich ganz kurz vor der Wahl ganz plötzlich noch populistisch wird und die Angst ins Spiel bringt. Wir sind nicht in der Lage, 1 Million Menschen in diesem Land zu integrieren. Toll, oder? Gerade mit dem diese plötzlich populistisch Reihe zu beginnen. Aber gucken wir mal weiter. Es geht schlichtweg darum, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu retten. Ja, das sagt der Anton Hofreiter jetzt auch schon lange. Und noch viel länger sagt seine Partei, die Grünen. Mit Lebensgrundlagen ist nämlich Natur gemeint, Umwelt. Also ganz plötzlich grüne Themen. Wir halten aber an Klassikern wie Bekämpfung der Bespitzelung fest. Bekämpfung von Bespitzelung? Angst? Hä? Es wird nichts daran ändern, dass für Millionen Menschen Altersarmut droht. Altersarmut, auch ganz plötzlich ein Thema der Linken. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie. Tja, und das hat Martin Schulz Ende Juni über Angela Merkel gesagt, weil er findet, dass sie den Wahlkampf verweigere. Mit Angst hat es überhaupt nichts zu tun. Und eigentlich geht es in dieser Sendung auch gar nicht um Klimaangst oder Angst vor Altersarmut. Es geht um Angst vor, na, ahnen Sie es? Wenn Sie viele Leute reinlassen, die aus einer Kultur kommen, die schwierig zu integrieren ist, mit einer Religion, die zumindest zwielichtig ist, dann wird es Probleme geben, große Probleme. Das sagt der zwielichtige Ulrich Reitz, einer von zwei Gästen der Sendung, der übrigens sehr, sehr schwer traumatisiert ist. Wissen Sie, ich bin einer von den Hunderttausenden, denen ihr Fahrrad geklaut worden ist, obwohl es abgeschlossen war und in einem Innenhof stand. Das ist eine Sache, die verunsichert Sie zutiefst. Ja, und so zutiefst verunsichert muss der Journalist Ulrich Reitz nun auch noch U-Bahn fahren. Und wenn Sie mal in bestimmten Vierteln hier in Berlin, Neukölln, wenn Sie da nachts mal um 12 Uhr in eine U-Bahn steigen, dann wissen Sie, was Angst ist, das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie das nächste Mal Ulrich Reitz in der U-Bahn sehen, dann nehmen Sie doch kurz in den Arm. Und jetzt macht Ihnen der Psychiater Christian Dox noch ein bisschen Angst. Was wir als Hirnforscher natürlich sehen, ist, dass die Persönlichkeit eines Menschen spätestens bis zum 20. Jahr, eigentlich schon bis zum 12. Jahr, ausdifferenziert ist. Das heißt, Charakter, Temperament, Persönlichkeit ist durch und auch kaum noch zu verändern. Das heißt, die jungen Menschen, die rüberkommen, da kommt ein irres Gewaltpotenzial rüber. Ein irres Horrorszenario, was der Psychiater da zeichnet über diese irren Gewaltausländer. Das ist eine Zeitbombe, die wir in uns haben, weil die gar nicht unsere Werte verstehen können. Wir können sie ihnen auch gar nicht mehr beibringen. In wenigen Sätzen schafft es der Psychiater, alle Flüchtlinge als eine Gruppe irrer Zeitbomben zu bezeichnen, die alle völlig unintegrierbar sind. Und wenn wir schon mit Therapeuten einen Sinn haben könnten, den ich ja immer in Frage stelle, dann wäre das, dass wir mit diesen Flüchtlingen Therapie machen müssen. Aber da kann man auch nicht mehr viel erreichen. Toll, oder? So ein Therapeut, der sich live on air abschafft. Wieso war der nochmal da? Ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, das wollte ich noch erwähnen, über die Gefühle. Über die Gefühle. Genau, dieses Buch hier. Kaufen Sie es einfach mal nicht, kleiner Tipp, denn das ist ja der Grund, weshalb die da in der Sendung sitzen und ihrem Populismus frönen. Das ist doch kein Phänomen, wo man nur sagen kann, das macht die AfD oder die Linkspartei. Das ist weit verbreitet. Jeder versucht mit der Angst, sein Geschäft zu machen. So wie die. In der Sendung geht es die ganze Zeit darum, dass alles ganz schlimm ist und dass keine der etablierten Parteien etwas dagegen unternimmt. Und deshalb hat der Ulrich Reitz auch schon eine super Idee, wie Deutschland wieder angstfrei wird. Und wir brauchen mehr Wahrheit. Mehr sprachliche Wahrheit und mehr tatsächliche Wahrheit. Wahrheit, woher kommt einem das noch? Ach ja, das kommt einem aus dem Wahlslogan der AfD bekannt vor. Aber das ist sicher nur Zufall. Genauso wie die da in der Sendung nicht merken, dass sie die ganze Zeit das Geschäft der AfD erledigen. Und das sind dann die Ersten, die sich nachher fragen, wie das alles passieren konnte. Was ich Angst habe, dass die ganzen nicht verstandenen Wähler, dass sie alle zu den Rechten rüberlaufen. Ja Mensch, woran könnte das denn liegen? Vielleicht daran, dass es ganz viele gibt, die ganz viel Angst schüren? Überall?
Auch im zweiten deutschen Fernsehen? Was raten Sie mir denn? Also, was kann man eigentlich als Moderator, als Journalist tun, um den Menschen, wir haben ja eben gesprochen, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, um den Menschen die Angst zu nehmen? Eben zum Beispiel mehr positive Nachrichten bringen. Ach was, dann war diese Sendung ja ein richtiger Erfolg gegen diese... Angst, Angst, Angst. Angst, 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 Heidenangst, Angst, 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 Angst essen Seele auf. Ja, Angst, Angst, ja, Angst, Angst, Angsthasen, Angst. Ja, um das Wort Angst nicht zu überzustrapazieren. Ja, nee, nee, genau. Die Populisten haben doch einfaches Geschäft.